Hallo, liebe Steinböcke, herzlich willkommen zu eurer Monatslegung für Juni 2023. Schön, dass ihr wieder oder neu dabei seid, mit hineinschaut in die Energien. Ja, bei diesem doch sehr spannenden Monat. Ja, schauen wir mal, was sich da für die Steinböcke zeigt. Ne? Für Steinbock in Sonne, Mond, Venus, Mars und Aszendent vor allem, aber natürlich auch, wenn es dich sonst interessiert, hergezogen hat, dann sei sehr herzlich eingeladen, mit hier in die Energien zu schauen. Ja, astrologisch gesehen haben wir die Sommersonnenwende vor allem als einen starken Punkt. Jetzt im Juni, ne, gehen da vielleicht in manch einer Thematik in unserem Leben sehr auf einen Höhe- oder Wendepunkt zu, dürfen da vielleicht auch nochmal dran arbeiten. Ja, vielleicht unterstützen dann auch die Portaltage gegen Ende des Monats ab 28. Juni nochmal sehr dabei. Ja, es ist wieder eine Zehnerreihe von Portaltagen, die da beginnt, sich hinzieht bis in den Juli, bis zum 7.7., dem 7er Tor. Und ja, ansonsten haben wir natürlich Vollmond und Neumond. Vollmond im Schützen am 4.6., Neumond, ich glaube, am 19.6., jeweils in den frühen Morgenstunden dann. Es ist dann Neumond im Zwilling, ja, genau. Und was auch noch sehr besonders ist, dass die Venus in den Löwen zieht und da für lange Zeit bleibt. Also eigentlich durchzieht Venus ja relativ schnell ein Sternzeichen, aber da sie im Löwen rückläufig wird, verbleibt sie dort bis zum Oktober, ja, bis sie dann in ihren eigenen Herrschaftsbereich die Waage einzieht. Ja, schauen wir dann noch genauer vielleicht drauf, was das so mit sich bringt. Sie ist unterwegs unter anderem auch noch ein ganzes Stück weit mit Mars, der ja auch gerade schon im Löwen ist, und mit Lilith, die im Löwen ist, ne, die ja, wilde, ungebändigte Seite, weibliche Seite vor allem in uns, intensive Energie, die unwahrscheinlich auch viel Lebendigkeit und Kreativität mit sich bringt. Schauen wir, wie sich das auch auswirkt. Ne? Ja, vielleicht besonders gerade so für den Arbeitsbereich, das Hobby, ne? Die kreative Lebensgestaltung, die dürfen davon sehr beflügelt werden. Ja, schauen wir fürs Steinbock-Kollektiv, was sich hier zeigt. Aus dem Shadows and Light Oracle, ja, Schatten und Licht für Zwillinge, ja, Zwillinge-Zeit ist ja auch so vielleicht ein bisschen zweischneidig, auf der einen Seite, ja, kommunikativ leicht, auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen unverbindlich, ne? Hier haben wir die Trockenblumenfee, süße Erinnerungen, ja, was gibt's denn da aus der Vergangenheit, ja, was wie vertrocknet scheint, anmutet, ja, dich aber auch immer wieder beschäftigt, ja, vielleicht ist es Zeit, ne, damit wirklich auch gut in Selbstmeisterung zu kommen, ne, hier haben wir die Elf, die ja für die Selbstmeisterung sehr steht, ne, für, ja, das bewusste Gestalten des eigenen Weges, ne, der eigenen Aufgaben, Angelegenheiten, ja, in Selbstverantwortung auftreten, ja, mit sich selbst zufrieden sein, um ja dann auch einem Gegenüber begegnen zu können, ja, in welchem Bereich auch immer, natürlich auch in der Liebe. Ja, vielleicht gibt es da auch immer wieder süße Erinnerungen, ne, an vergangene Erfahrungen im Miteinander, aber vielleicht auch, ne, in vergangenen Beziehungen. Aber das muss jetzt auch nicht nur das Liebesbeziehungsleben betreffen, sondern vielleicht auch, ne, andere Bereiche. Erinnerst du dich gern zurück an ja, vielleicht bestimmte Kollegen, Kolleginnen? Ja, wie es früher einmal gewesen ist. Vielleicht auch in der Kindheit sogar. Ja. Ja, was du dir vielleicht auch schon lange wünschst. Ne? Hat so ein bisschen
ja, Wunschenergie irgendwie auch gerade, ne? Vielleicht darfst du da wirklich auch an etwas, was dir schon lange am Herzen liegt, wichtig und wert ist, auch so daran arbeiten, ja, dass es in Verwandlung kommt, ne? Wir haben jetzt hier so auch die Fee, ne? Aber die Schmetterlingsflügel eben auch dabei, ne? Hier ist schon auch Transformationsprozess mit angezeigt, ne? Ja, kommst in deine eigene Kraft und Stärke vielleicht auch sehr, ne? Hier haben wir das Wort auf dem Weg, das schauen wir uns später noch an. So ein kleines Segenswort. Und die Liebesbotschaft, die kann auch nur für dich selber stehen, ja? Thema Selbstliebe, was gibt es da für eine Botschaft? Aber vielleicht eben auch wirklich für Liebesbeziehungen, Wunschpartner, wie auch immer. Aber auch jegliche andere Beziehungen. Wir schauen ja nicht nur auf die Liebe, das haben wir dann hoffentlich bald in den Liebesorakeln, Liebeslegungen für die Sommerzeit. Jetzt hier erstmal allgemein auch. Ja, sexuelle Vereinigung, respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Ja, kommen da vielleicht auch immer wieder, ja, es liegt jetzt schon im Thema Beziehung, Beziehungsleben, Liebesbeziehung auch sehr nahe, ne? Ja, kommen immer wieder an bestimmte Beziehungen, süße Erinnerungen hoffentlich, ne? Ja. Ja, und dann halt den Ort im anderen zu respektieren, wo ihr beide eins seid, kann schon auch eine Herausforderung sein. Ne? Gerade wenn es nicht der Ort ist, den du dir wünschen würdest. Ne? Ja. Sexuelle Vereinigung ist jetzt nicht nur der Geschlechtsakt an sich, ja, sondern ja, auch das, ja, Miteinander von Energien, die Zuwendung, Zuneigung insgesamt. Ne? Ja, vielleicht kann da jemand nicht mehr oder noch nicht so, wie du das gerne hättest oder umgedreht auch. Vermisst du ja, bestimmte Personen oder kannst einfach auch auf manches nicht eingehen. Ja. Thema Sexualität könnte ein wichtiger, ja, wichtige Thematik sein, mit der du dich auseinandersetzen darfst im Juni. Und sie hat jetzt nicht nur auf das Liebesbeziehungsleben Einfluss, ne, sondern natürlich auch auf das Miteinander mit anderen, das kreative Zusammenwirken auch, ne, auch bis in den Arbeitsbereich zum Beispiel hinein, ne, oder ja, die Beziehungsgestaltung zu anderen Menschen, vielleicht zu Kindern, zu Eltern, ne, zu Freunden. Ja. Es geht um Selbstrespekt, Respekt dem anderen gegenüber. Ne? Ja, vielleicht gewisse Grenzen auch wirklich zu achten, anzunehmen auch. Ne? Oder zu zeigen, ja, das natürlich auch. Ja. Ja. Das Sakralchakra könnte ja eine wichtige Rolle spielen. Ne? Ja, ne, auch die Schaffenskraft, die Kreativität. Ja, falls es vielleicht auch blockiert ist, ne, falls du merkst, du kommst in irgendetwas nicht so recht voran, nicht so wie früher vielleicht. Ne? Ja, dann schau auch da drauf, ne, was du dir selber da auch für Achtung entgegenbringst oder anderen. Könnte ein wichtiger Aspekt sein. Ne? Ja, schauen wir mal in Lenormand und Tarot hinein. Ja, vielleicht sind das Themen, ne, die mit der Venus und auch mit der Lilith im Löwe sehr hochkommen. Schauen wir mal. Und
Ja, und natürlich auch noch das Tarot dazu. Ja, aber das Good Karma Tarot. Ja, natürlich soll sich da Positives aus den Lernerfahrungen, den Lernschritten entwickeln. Ja, gutes Karma. Ja, schauen wir, was ist denn die Lernaufgabe für die Steinböcke im Juni? Oh, das Kreuz. Das Kreuz liegt sozusagen auf seinem eigenen Platz, wenn wir jetzt das große Blatt auslegen würden, ne? Die Unterseite. Ja, kommt es mit einer, ja, mit einer Lernerfahrung zu Ende, ne? Mit einer Entwicklung, ja? Vielleicht auch tatsächlich mit vielleicht bestimmten Beziehungen kannst du vielleicht hier auch gut endlich loslassen mit von früheren Erfahrungen im Miteinander, aber auch ne, aus früheren Beziehungen. Ja, vielleicht erledigst du etwas, bringst es wundervoll zu Ende diesen Monat. Ja, vielleicht schließt du etwas ab. Ja, auch eine Weiterbildung kann das sein, ein Projekt. Ja, auch vielleicht wechselst du den Arbeitsplatz zum Beispiel. Ne? Jedenfalls. Es liegt sehr viel Schutz und Segen da drauf, ne? Und es ist dir ganz schicksalhaft anvertraut, ne? Vielleicht, ne, hat es so manche Belastungen mit sich gebracht, wird es die auch noch mit sich bringen. Aber ja, da liegt vor allem auch Segen drauf, ne? Ist es dir für deinen Weg anvertraut, ne? Sei es eine bestimmte Beziehung, eine bestimmte Tätigkeit, ne? Ja, ein bestimmtes Projekt, ne, eine Sache, der du nachkommen solltest. Ne. Ja, was haben wir hier? Oh, das Herz. Ja, Mensch, das geht ja hier gleich los. Ein, ja, Herzensprojekt, die Liebe spielt ja eine wichtige, wesentliche Rolle, aber auch, ne, auf dein Herz selber gut zu hören. Ja. Hast du sehr starke Herzenskraft. Ne? Zwei der Münzen. Ja, vielleicht, ne, hast du wirklich auch eine starke Herzenskraft zu haben, tatsächlich, weil du viel zu managen hast. Ja, geradezu wie ein Tellerdreher, ne, hier und da auszubalancieren und zu wirken hast. Ne? Ja, und ist dein Herz vielleicht aber bei manchen auch unentschlossen? Ne? Vielleicht geht es um bestimmte Jobangebote, um ja, bestimmte Anträge in der Liebe. Ne? Personen können das darstellen, die ja, da mit Interesse auf dich zukommen. Das, ja, lass dein Herz entscheiden. Ne? Das ist wichtig und wesentlich. Ne? Hier geht es nicht um den Verstand. Ne? Vielleicht ne, kommt es in der Liebe oder ja auch ums Herz zu sehr viel Leichtigkeit hier. Ne? Die zwei der Münzen zeigen natürlich auch die Leichtigkeit an, etwas spielerisch zu nehmen, zu gestalten. Ja? Und wenn du ja einfach auch noch Zeit zur Entscheidung brauchst, ja, dann nimm sie dir, ne? Egal ob jetzt in der Liebe, in Herzensprojekten, ja, sich entscheiden zwischen zwei Stellenangeboten, zum Beispiel mindestens zwei. Ja. Ja, wie geht's weiter? Der Berg. Ist interessant. Ihr seid jetzt, glaube ich, das dritte, wenn nicht gar das vierte Sternzeichen, wo der Berg an dieser Stelle liegt. Das können Blockaden sein, Hindernisse. Es kann auch schlichtweg anzeigen, dass du ja hier erstmal dich zurückziehst. Ne? Ja, in die Berge gehst. Ne? Sozusagen in Urlaub vielleicht auch gehst, ne? Oder dir Bedenkzeit
da erbittest, ne, oder nimmst einfach auch, ne. Ja, ist aber schon auch eine Herausforderung. Ja, vielleicht gilt es hier auch bestimmte Herausforderungen der Stern, ne? Den Lebensweg. Der Lebensweg ist eine Herausforderung, ja. Da vielleicht auch selber an bestimmter Wunscherfüllung mitzuwirken, ne? Ja, der Stern. Kommt es zur Heilung, ne? Heilvolle Energie auf alle Fälle, aber es ist vor allem die heilvolle Energie für den eigenen Weg, ne? Die eigene Bestimmung, die eigene Berufung gar, ne? Ja, wird die vielleicht auch bewusst, der Berg steht auch für den Kopf, ne? Wird dir das einfach auch klar, ja, was sehr massiv einfach auch klar, wo dein Weg lang geht, ne? Bist du vielleicht, ich sage jetzt mal, auch eine alte Seele, ja, eine starke Natur, ne? Ist dir etwas schon einfach auch sehr lange anvertraut, ne? Also so ein Berg, der kommt nicht von heute auf morgen, ne? Die sind Jahrtausende alt. Ja, wird dir das vielleicht auch bewusst und klar, ja? Leuchtet dir das ein? Kommst du hier auch in, ja, Vertrauen, ne? Hin zur göttlichen, geistigen Welt und folgst auch deinem Weg sehr, ne? Ja. Ja, schauen wir mal weiter. Na, also es hat ja immer, ne, wir schauen ja auf verschiedenste Thematiken hier. Ja, das hat schon auch eine sehr weitreichende Dimension hier. Und da steht die göttliche, geistige Welt im Hintergrund, ne? Segnend, ne? Unterstützt dich, ne? Gerade auch wenn du vielleicht suchst, ne? Auslotest, was willst du denn? Wo soll es in Zukunft hingehen? Ne? Ja, das kann vielleicht wirklich auch sehr überraschend kommen, ne? Dass dir das einfach auch klar wird oder dass dich vom Herzen her woanders hinzieht, also jetzt nicht etwa nur in der Beziehung, sondern auch vielleicht im beruflichen, ja. Ja, folgst du letzten Endes dann einem Stern, ne? Hier sind es zwei sozusagen, vielleicht, ne, hast du auch zwei verschiedene Jobs und realisiert sich hier einfach auch ein Wunsch, für deinen Lebensweg. Die Fische. Ja, tiefe Gefühle, Intuition, Finanzen natürlich auch, ja. Vielleicht hast du hier auch mit Finanzen tatsächlich sehr zu jonglieren. Kommt jetzt hier vielleicht auch ein Berggeld hinein. Das kann auch sein. Ja. Ja, erfüllst du dir den Wunsch vielleicht wirklich von Urlaub, von Rückzug, dass du einfach mal nur für dich bist, ne? Der Ritter der Stäbe, ja, guck mal. Tiefe Gefühle hin zu einem sehr mutigen, engagierten, leidenschaftlichen, attraktiven Menschen, ja, vielleicht auch aus einem anderen Land, vielleicht, gehst du auch sehr mutig und engagiert, ne, deine finanzielle Lage an, arbeitest daran. Aber ne, es können wirklich hier auch zu einer bestimmten Person, ne, weil wir das jetzt hier wirklich so sehr intensiv liegen haben, zu einer bestimmten Person sich entwickeln. Ja. Beim Ritter der Stäbe darf schon auch immer wieder hingeschaut werden, ne, wie ehrlich er es meint. Es muss nicht sein, dass es unehrlich, ein unehrliches Liebesangebot von einem anderen ist, aber na, es kann sein, dass da jemand wirklich auch nur
Leidenschaft möchte, ne? Leidenschaftliches Miteinander. Ja. Und ja, vielleicht du, oder es kann auch umgedreht sein, ne? Ja. Ja, und du oder der andere sich dann eigentlich mehr wünschen, ne? Tiefgehendes Miteinander. Tiefe Gefühle. Ja. Aber ne, es kann auch sein, dass ihr ja, miteinander erst einmal auch leidenschaftlich gestartet wird, sozusagen. Leidenschaftlich beginnt. Ne? Vielleicht eine Urlaubsbekanntschaft. Ja. Ansonsten ne, kann es sein, dass du hier wirklich ja, sehr engagiert wirklich an etwas wirkst, ja, an dem, was dir ja intuitiv einfach auch wichtig ist, dass du bestimmte Wissensbereiche vielleicht einfach auch vertiefst, ne, oder ja, bestimmte Tätigkeiten, ne, sehr intensiv betreibst, ne. Ja, achte gut auf deinen Rücken, ja. Aber ne, es könnte hier eine sehr schicksalhafte Begegnung sein, die, ja, die dich aufmerksam macht auf das, ja, was dir am Herzen liegt, ja, auch auf das Wünschen an sich. Ne? Der Stern steht schon auch für Wunscherfüllung. Ne? Vielleicht hast du dir auch einfach nur jemanden gewünscht, ne? Für leidenschaftliches Miteinander. Aber falls dem nicht so ist, ja, achte gut auf dich dann, ne? Und falls da immer wieder auch jemand nur leidenschaftlich kommt, ja, ist das schon auch eine Lernaufgabe, ne? Vielleicht, ja, auch hier etwas zu beenden, ne? Etwas wirklich hinter sich zu lassen. Oder ne, vielleicht ist es auch eine frühere Erfahrung. Taucht die innerlich einfach auch nochmal auf, ne? Kannst du sie, schaffst du sie hier gut zu bewältigen und neue für dich in den Fluss zu kommen, mit Liebesentwicklung, ja, etwas hinter dir zu lassen, gehen zu lassen auch, ne? Sechs der Münzen. Ja, ist schon wichtig. Ne? Also hier wird jetzt gerade kein ausgewogenes Geben und Nehmen abgebildet. Ne? Hier ist Leidenschaft sehr intensiv. Hier sind Gefühle sehr intensiv. Ne? Aber natürlich, ne? Es ist ja so eine ergänzende oder klärende Karte zu den Fischen. Ja, vielleicht. Darf da einfach auch mal drüber kommuniziert werden, was denn das jetzt miteinander ist, ne? Wie weiter miteinander umgegangen werden soll, darf oder eben dann auch nicht, ne? Ja. Grundsätzlich du selbst kommst hier auch finanziell und körperlich mit Körperkräften in ein ausgewogenes Geben und Nehmen, ja. Ja, vielleicht gehst du hier auch intensiv einmal, ne, gerade so im Urlaub, vielleicht einmal deiner Leidenschaft nach, dem, was dir liegt, was dein Potenzial ist, ne, was dich so richtig auch herausfordert. Ne? Ja, ne, so dass du selber für dich gute Balance findest, ne? Ja, aber achte da vielleicht auch immer wieder, ne? Nicht nur für Urlaubszeit, sondern auch im Alltäglichen immer wieder auf gute Balance zwischen Geben und Nehmen hinein geben von Kraft und Zeit, aber eben auch für sich selber gut sorgen und ja, auch empfangen, ne? Ja, vielleicht kriegst du hier auch wunderbare Unterstützung, gerade bei be bestimmten Belastungen auch, ne? Durch Familie, Freunde, ne? Ja. Was haben wir für einen Impuls? Journey, ja, die Reise. Du scheinst hier
eine Urlaubsreise schon auch anzugehen, ja. May you seek adventure. Mögest du ja, Abenteuer suchen. Ja, etwas Erfrischendes. Ja, Leichtigkeit. Was neue Leichtigkeit hineinbringt. Ja, vielleicht wird auch in der Liebe miteinander sehr viel Leichtigkeit erlebt, ne? Kommt hier ja wieder Leidenschaft auch hinein. Ja, das ist schon eine Reise auch miteinander, eine Erfahrung, ne? Wie zu einer Reise, Abenteuerreise, ja, miteinander zu gehen, ja, vielleicht auch, wie gesagt, wieder, ja, auch in Leidenschaft miteinander zu kommen. Ja. Aber na, das betrifft natürlich auch dich selbst. Ja, schau dir deine Lebensreise an. Das ist schon auch immer wieder Herausforderung. Ja, aber dadurch wird eben die eigene Lebensreise, ne, der eigene Lebensweg erst ja, bunt, vielfältig, spannend. Ne. Ja, ich wünsche dir sehr viel Segen, gutes Gelingen für deinen Weg, fürs Miteinander, ja, auch fürs Bewältigen, um Unterstützung bitten vielleicht auch. Ja, vielleicht ist das auch eine wichtige Erfahrung und oder ne, Lernaufgabe, um Unterstützung zu bitten. Ja, kommt ja hier auf alle Fälle dann auch tatkräftige Unterstützung zu. Also da ist jemand wirklich, packt jemand auch mit an. Ne, das kann es auch sein. Ja, und dann bis ganz bald. Alles Liebe, eure Tara von Tarot Rainbow.